Hallo Thorsten. Ja, hallo. Du warst in Island, bist uns so umgekommen? Ja, also wir waren jetzt 3 Wochen lang in Island, sind jetzt hier bei dem Event und haben doch sehr populäre Fänge gehabt. Und nicht nur populäre Fänge, man muss auch mittlerweile sagen, dass Island das Land sich von der Pionierarbeit von vor 5-6 Jahren absolut entwickelt hat zu einem Angelurlaub-Traumland. Es ist alles super organisiert, alles ist perfekt vorbereitet. Ja, und gefangen haben wir auch ein paar Fische. Also einmal einen sensationellen Halibut, für mich sensationell, der größte, den ich hier fangen durfte. Ja, aber wie viel? 119 Kilo. 119 Kilo, das ist eine ordentliche Hausnummer. 2,10 Meter und der Drill, weil er so perfekt gekämpft hat, dauerte 1 Stunde 45 Minuten. Und das gibt's auch auf Video? Da gibt's ein Video drüber. Neuerdings jetzt im Herbst kommt er raus von mir, Island Teil 2. Das ist ein Video über uns, über das Media and Fishing Team. Das ist die Firma, in der ich integriert bin. Ja, und dann haben wir noch einen Dorsch gefangen und dieser Dorsch gehört im Moment zu den Top 5 in Island, also von den besten, die je mit der Angel gefangen wurden. Und der hat 1,48 Meter gehabt und 32 Kilo. Das ist natürlich auch gigantisch. Ja, und der Rest, Dorsch, große Steinbeißer. Also Island ist mittlerweile ein Angelurlaubsreiseziel, was mit Norwegen definitiv vergleichbar ist. Okay. Also man muss sich wundern, wie stark Island doch rausgekommen ist, wie auch die Bevölkerung die Angler mittlerweile aufnimmt. Und auf was haben die Fische, was waren eure Montagen? Ja, also es ist also einer, der immer geht, das ist ein Muss, ist der Bergmann-Pilger. Wenn ich ihn dann noch mit dem Gummimack installiere, ist das eine Fangmaschine. Okay. Fängt einfach alles. Wenn man an den Bergmann-Pilger dennoch einen kleinen Naturköder ranmacht, ja, dann hat man auch sogar in Island mittlerweile Längs- und Rotbarsche an den Haken. Und natürlich die großen Gummifische. Ne, die gehen auch die, ja, damit haben wir dann auch den großen Halibut gefangen und das funktioniert sehr gut. Das war unser Island-Bericht. Ich bedanke mich bei dir. Gerne. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was zusammen zustande gekriegt und fahrt nach Island oder nach Norwegen. Oder kommt nächstes Jahr zu den Fishing Masters. Ja, genau. Okay. Tschüssi. Tschüss.